Welcome to CS566 Efficient Algorithms, effiziente Algorithmen. Herzlich willkommen. Ich bin Sebastian Wild und wer das neben mir ist, dazu kommen wir gleich. Heute machen wir tatsächlich keinerlei Inhalte, sondern nur organisatorisches. Deswegen auch nur ganz kurze Session heute. Wie eben schon gesagt, Sebastian Wild mein Name. Ich bin neuer Professor am Fachbereich seit September und freue mich mit der Vorlesung hier ein bisschen euch kennenzulernen. Ich habe mitgebracht Nikolaus Dombiewski, der die Vorlesung betreuen wird, insbesondere sich um die Übungszettel kümmert und die Klausuren. Und hier drüben Hannes Feil, der Tutor für die Veranstaltung ist und euch durch die Übungen geleiten wird. Also wenn ihr Fragen zum Übungsbetrieb habt, sind die beiden die kompetentesten Ansprechpartner, aber wir sprechen uns auch untereinander ab. Ich habe mich bemüht, alles, was wichtig ist zur Vorlesung, auf eine Folie irgendwie zu quetschen. Das heißt, da fehlen ein paar Dinge. Das Allerwichtigste ist in der Mitte. The most important thing is in the middle, that's the module website. I try to push whatever is possible on the public website. Because it's just more convenient if you're somewhere stuck on the bus and you fiddle something on the phone, it's annoying to log into Elias, at least if you're anywhere like me. There's also a link from Elias to that page, so we try to cross-link everything. Ein paar andere Dinge, die wir benutzen werden. CampusWire, Slido habt ihr schon ausprobiert für die Umfragen. Und wir haben am Ende eine Klausur, für die ihr eine Zulassung erwerben müsst. Dafür gibt es Punkte aus den Übungen. Everything on that slide, I'll talk about in detail later again. This is just a one-page summary of the most important points. If you fall asleep for the rest, then at least you've seen it once. Let's finally comment on language. I asked ChatGPT to represent the mingling of languages. In computer science, worse than everywhere else, but we're all on the same planet. This module is supposed to be mostly in German. I'll comment on the next slide on why that is and how we're going to deal with the fact that there's many international students still in the room. So the lectures and most of the material and the exam will be in German. But I'll keep the slides in English so that those who are struggling with German have a better chance. And also for all the Germans that struggle with English, you want to have exposure to the terms in English. Also für alle, die auf Deutsch den Studiengang studieren, die Folien sind auf Englisch, damit sie auch so ein bisschen von beiden Sprachen die Begriffe auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ich denke, Englisch lesen ist für heutzutage für die meisten kein großes Thema, weil es doch gibt es ganz gute Tools, die das sehr bequem machen, Sachen nachzugucken. Insofern bin ich da auch kein Böse, wenn Sie während der Vorlesung irgendwie Wörter nachgucken oder sowas. Das ist kein Problem. Ist mein Versuch, ein bisschen dem gerecht zu werden, dass wir eben in der Mischung aus Deutsch und Englisch unterwegs sind. Why all the mess with different languages and different modules and all of this jumping back and forth? The key problem is that this module is dual purpose. And if you want, you can see it as two different modules that are completely separate and that are exclusive or. You can be in one or the other, but never in both. There were some individual people asking me, sending me emails on exactly that question, so I'll repeat it for everyone. There's the normal version of the module that you can take for credit. So you get EC, TCS credits, and it's part of your studies. This is mostly for the German undergrad students, in particular on the data science program. And because it's a compulsory module for them, it has to be offered in German because the whole program is in German. That's the rules that are essentially fixed, so we're not allowed to deviate from that much. You can also take the module in some master's courses as an elective.
they all I'm less it's less problematic because people have different options. The second big one, so this is the one part, the exclusive OR part. The other part is, if you're enrolled in the MSc data science course, you may have given a prerequisite for your admission, a conditional admission, subject to doing this module or maybe other modules on top before you can officially start. Now, before is not to be understood in a time-wise sense. I think you start at the same time, but you'll have to do this on the side. If you're in this category, you will not be able to take the module for credit. These two things exclude each other. The reasoning is that you're supposed to cover this in an undergrad module or an undergrad program. And if you haven't done that yet, Marburg allows you to make up for that, but you cannot also get credits for the same thing. Same as if you've had this module in some undergrad course, undergrad program, and then do a master's with us, you cannot do the same lecture again and get credits for the same material. That's the same rule everywhere. If you're in this cohort, I would ask you to come another time tomorrow after lecture in the big lecture hall. Just have a few more remarks. As I said, most of the lecture from now on after this slide, I'll switch to German. And you're welcome to sit in for the main lecture where I'm jumping around in life. If there's space, you can also go to the tutorials, but these are all predominantly German. For those of you who are struggling with German, we have English extra material. It's 2/3 of the module is covered by lecture videos I've done in the past in Liverpool. So these are in English, and you can watch essentially the same material as I'll cover for this module in online video. And then there's a few things left over that we'll cover with book chapters. Okay? But this is only for this second part, only for the prerequisite version of the module. By the way, if you have questions, let's collect those on Slido. If you go to the tool, maybe let's go back and check out the answers first. So I asked you what program you study, welchen Studiengang Sie studieren. Now, I suppose if you tick MSc Data Science, that automatically means it's a prerequisite. In theory, there shouldn't be any other combination. If anyone is under the strong opinion and assumption that this is not the case for you, then please drop me an email. Then something probably went wrong. I'm missing a few core computer scientists. There were a few more enrolled on Elias. Same for the masters, I guess. Otherwise, that matches roughly the distribution that I've seen before. Although there's many, many more of the red bars on Elias, where I'm, again, not 100% sure if these are all here or if these are not necessarily showing up. So we'll find out maybe tomorrow. I'll email you all guys after this. One extra feature of Slido is that you can ask questions. So on the same thing where you can vote for the polls, let me stop this now. You can also ask questions. I suggest we'll collect those for the moment and then come back a bit later. Für den Rest von heute, von der Vorlesung heute, möchte ich im Wesentlichen durch die Tools und Ideen gehen, die wir uns so überlegt haben, um Ihnen die Vorlesung möglichst effektiv zu gestalten. Vieles davon hat sich so über die Jahre bei mir angesammelt und hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und anderes ist auch so ein paar neue Experimente. Inhaltlich geht es dann morgen so richtig los. Trotzdem denke ich, ist es gut, so ein bisschen zu motivieren, nicht nur, das machen wir, sondern auch, warum.
was ist das Ziel hinter manchen Dingen? Slido haben Sie schon gesehen. Das Ziel ist einfach schnell irgendwie Feedback zu bekommen und auch Sie zu aktivieren. Wenn ich hier vorne immer nur an meiner Leine nicht allzu weit weg mich bewege, dann ist das nicht so effektiv, wie wenn Sie selbst aktiv werden. Wie ist es mit der Lautstärke? Hört man mich so ganz gut? Hinteren Reihen? Semi-gut. Was ich aktuell auch noch gemacht habe, ist ein YouTube-Livestream laufen lassen, deswegen das Mikro, was hier nur an den Laptop geht. Und ich habe das getestet mit dem Saal-Mikro zusammen, war das eher hakelig. Da wurde dann die Tonqualität in der Aufnahme ziemlich schlecht. Deswegen würde ich es mal versuchen, ohne Mikro mich zu disziplinieren, immer wieder deutlich laut zu sprechen. Okay, people are coming back for tomorrow, I guess. Basically, if you have to do the prerequisite version, just come tomorrow at 4 p.m. in Hörsaal A, which is the big one in this building. It's a short class to collect everyone in that cohort. I have a few more remarks specifically to those. And I think it's also good to find yourself together in groups instead of watching videos alone at home. If there's specific answers for the prerequisite module, it might make sense to leave them for tomorrow. I think that's a good idea. Okay, all the prerequisite people tend to leave now. You're welcome to stay, but I get if your German skills are not as good, then maybe it's not as productive. Okay, ich versuche ein bisschen schneller durch die organisatorischen Sachen durchzugehen, weil es am Ende ja auch nicht so schwierig ist. Slido hat im Wesentlichen diese zwei Funktionalitäten. Auf Polls schicken, die Sie beantworten für ein kurzes Feedback und Fragen sammeln aus der Hörerschaft, die ich dann in der Regel so ein bisschen bulkartig abarbeiten werde. Wir haben im Prinzip das System ja schon getestet, wir können das aber zum Spaß nochmal machen. Aber nur um zu sehen, wie sehr Sie damit schon ein bisschen in Kontakt gekommen sind. There's nothing secret about this, so let's show it. Okay, ich habe eingestellt, dass Sie so oft abstimmen dürfen, wie Sie wollen. Dann ist es kein besonders guter Mechanismus, um zu zählen, wie viele Leute noch im Raum sind. Eine Antwort hätte mir auch gereicht. Gut, also einige haben irgend so eine Art Tools schon benutzt in Vorlesungen, wird auch langsam ein bisschen populärer. Dann kennen Sie das ja schon, Ziel ist einfach, Sie ab und zu wieder zu aktivieren. Ein paar philosophische Sachen zu meinem Ansatz. Also Punkt 0 ist natürlich, die Inhalte kommen immer zuerst und Inhalte gut strukturieren ist das A und O in jeder Vorlesung. Was natürlich genau gut strukturiert heißt, ist so ein bisschen subjektiv, aber ich bemühe mich. Darüber hinaus gibt es natürlich gerade seit der Pandemie ja alle möglichen Experimente, auch schon davor, aber ist leichter und akzeptierter geworden. Ich bin aber der Meinung, dass eine Live-Session, in der man zumindest zur gleichen Zeit regelmäßig einen Slot hat, in dem man sich für die Vorlesung oder für das Thema Zeit nimmt, am effektivsten ist. Es gibt auch Leute, die da anders besser mit zurechtkommen und das
überlasse ich dann Ihnen, wie Sie mit den Vorlesungen und den Aufzeichnungen und so weiter am Ende umgehen. Ich würde aber als Default annehmen, dass Sie zur Vorlesung erscheinen und zu dem Live-Termin kommen. Von mir aus im Online-Livestream, wenn Sie nicht persönlich in den Vorlesungsraum kommen können. Wer mal krank ist oder so, da mag das vielleicht auch für die Kommilitonen außenrum angenehm sein. Außerdem, die Fragen in der Vorlesung würde ich hauptsächlich über Slido machen. Sie dürfen gerne auch einfach so reinrufen oder sich melden, aber ich möchte immer diesen anderen Kanal anbieten, damit wir alle hören können und nicht nur die paar, die immer zu Wort kommen und eben die Polls einstreuen, einfach als psychologischer Trick. Dann habe ich versucht, alle Komponenten, die in der Vorlesung so vorkommen, mal irgendwie aufzulisten. Wir haben die Vorlesung selbst natürlich. Kennen Sie? Da vorne wird erzählt, dort wird zugehört, mitgeschrieben, gelesen, wie auch immer. Dazu vielleicht ein Kommentar. Alles, was ich hier auf die Folien so male während der Vorlesung, in dem Abschnitt nicht so viel, aber später mit ein paar Beweisen vielleicht etwas mehr, kriegen Sie als PDF dann auf der Website. Müssen also nicht unbedingt mitschreiben, aber mag manchmal aus anderen Gründen hilfreich sein, um sich Sachen besser zu merken. Slider-Questions hat man lang genug von. Es gibt die Übungen, kennen Sie vermutlich auch aus anderen Vorlesungen, ist ähnlich hier. Wir haben tatsächlich zwei Arten von Übungsaufgaben. Es gibt Präsenzübungen und dann noch die Abgaben, dazu noch mehr später. Wir haben Campus Wire. Das ist sowas, was so die ganze Zeit nebenher geht. Das ist der Kanal für asynchrone Kommunikation. Auch dazu noch was. Das Ziel ist, dass erstens ich nicht einzelnen von Ihnen verschiedene Antworten auf die gleiche Frage gebe, was ich immer unfair finde. Und zweitens, dass Sie sich auch gegenseitig helfen können. Frage? Also es sollte nicht von der Domain beschränkt sein, Sie brauchen aber hier diese PIN. Okay, schauen wir uns nachher nochmal an. Vielleicht ist da irgendwas falsch eingestellt. Kann natürlich sein, da ich das bisher nur in Liverpool verwendet habe, wo AC UK dann der Standard wäre. Soweit ich weiß, haben Studis sich da immer auch mit den privaten E-Mail-Adressen angemeldet. Mal schauen, vielleicht haben die da was geändert. Wir haben natürlich am Schluss eine Prüfung. Das kennen Sie sicher auch schon aus anderen Vorlesungen. Sagen wir vielleicht noch später kurz was dazu. Und eine Sache noch, ein Experiment, zu dem ich dann auch noch gleich was sagen werde, wo das Ziel ist, mögliche Prüfungsaufgaben zu sammeln. Inhaltlich geht es in effiziente Algorithmen darum, so einen Werkzeugkasten an Algorithmen und Datenstrukturen weiter aufzubauen. Das haben Sie je nach Studiengang angefangen in Algorithmen und Datenstrukturen und wir setzen das fort und vertiefen das noch deutlich. Ziel ist aber auch so ein bisschen über die Inhalte hinaus, Ihnen zu ermöglichen, mit anderen vom Fach zu reden. Und da geht es einerseits darum, dass man ein paar Vokabeln einfach als Informatiker kennen sollte, um da kompetent sprechen zu können. Es geht aber einfach auch um Begriffe, die sozusagen als Abkürzungen, als Abstraktion verwendet werden. Und die sind, selbst wenn man die nicht in der Form in einem Programm benutzt, benutzt man sie als Begriff, um über Programme zu reden. Ich hoffe, das wird gegen Ende ein bisschen mehr Sinn machen, wenn wir uns über die ganzen abstrakten Datentypen und so unterhalten. In gewissem Umfang sollen Sie auch neue Algorithmen erschaffen können. Das ist am Ende natürlich eine schwierige Aufgabe. Deswegen für die Prüfung beschränken wir uns da auf sehr eingeschränkte oder Dinge, die nah an dem sind, was wir schon gesehen haben. Aber natürlich ist das Ziel, dass Sie das dann auch weitertragen. Der vorläufige Plan, ich habe versucht, die ganzen Inhalte in Units aufzuteilen, etwa eine Woche jeweils, nicht ganz, manche kürzer. Das ist bisher der Plan,
mag sich vielleicht noch ändern. Wenn wir so ein bisschen ins Semester reingehen, werde ich versuchen, ein bisschen vorher die Folien schon auch auf der Website zu haben, sodass Sie vorschmökern können, falls Sie das wollen. Ist aber nicht nötig. Frage. You can. This one? Okay, let me start at the end. It's probably not fair to say the course is focused on graphs. We do some graph algorithms, but it's not the majority of the class. In this unit three, I'll briefly cover again some of the bits that algorithms and data structures has covered, but in one unit, which means roughly in a week, what you otherwise would have spent the majority of a term on. So it's more of a reminder. This is what you're all remembering from last term or whatever you had it, right? And then maybe as a refresher, one or two bits from a different perspective. Is that an answer? Okay. Noten. Am Ende müssen wir eine Note an Ihre Teilnahme für die Vorlesung pinnen. Das ist identisch zu der Abschlussprüfung, die Sie schreiben. Das ist uns vorgegeben. Es gibt zwei vorläufige Prüfungstermine, aber da nageln Sie mich mal noch nicht drauf fest. Die sind so bisher jetzt intern im Umlauf und da gibt es auch Raumbuchungen zu. Allerdings mag sich das nochmal ändern. Um das klar zu machen, Sie müssen eine der Prüfungen bestehen. Welche ist im Wesentlichen egal. Sie können aber, wenn Sie die erste bestanden haben, nicht ohne weiteres mit der zweiten die Note verbessern. Also wenn Sie zur Prüfung gehen, sollte das der Versuch sein, wo Sie mit den drei Kaffee und allem, was Sie gelernt haben, das Beste zeigen können, was Sie so drauf haben. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, um die schreiben zu dürfen, müssen Sie in den Übungen entsprechend mitmachen. Dazu auch gleich noch die Details, aber die Kurzversion ist 50% der Gesamtpunkte und nicht mehr als zwei Blätter komplett auslassen. Ich nehme an, wenn es wirklich langwierige gesundheitliche Probleme gäbe, würde man da vielleicht nochmal drüber reden und extra Würste braten mit irgendeiner anderen Form von Nachweis der Leistung. Aber das sollte die üblichen Krankheitsfälle dann abdecken. Da kann man auch mal eine Woche auslassen. Aber eben keine drei am Stück. Der Plan ist, 12 Übungsblätter zu haben, wobei das Bonusblatt nicht mitgezählt. Also es gibt 12 Übungsblätter, auf denen es feste Punkte gibt, die sozusagen dann das 100% ergeben. Aber es gibt noch ein 13. Bonusblatt, auf dem man Zusatzpunkte kriegen kann, um nochmal die 50% zu schaffen, falls es daran scheitern sollte. Wie schon erwähnt, wir haben zwei Arten von Aufgaben. Frage? Leider nicht. Das ist uns durch die Prüfungsordnung irgendwie vorgegeben. Die Modulnote ist die Klausurnote und die Klausurnote ist die Leistung an dem Tag. Ja, ich fände es auch manchmal nett, so ein bisschen Anreizspielchen zu spielen, aber geht wohl noch nicht so ohne weiteres. Ja? Are the exam the same for MSc Data Science? Not exactly the same. So the exams for the two versions of the module are not exactly the same. The Data Science prerequisite exam will be in English, so you can also write it in English. Because we have to use the non-lecture material, there's maybe some bits that I haven't found a good way to bridge. So some things I want to cover in the lecture that I haven't covered in Liverpool in previous iterations of this other module, and for which I do not know a nice English textbook. Those will have to be replaced, and so there will be slight differences, but not a lot. Similar.
Ja, in aller Kürze, Übungsblätter kommen freitags raus. Wir fangen aber erst nächste Woche an. Nächste Woche Freitag gibt es das erste Blatt. Dann haben Sie immer eine Woche Zeit, das zu bearbeiten in Dreiergruppen. Bitte nach aller Möglichkeit exakt drei. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das hin mit vielleicht ganz wenig Verschnitt am Rande. Einfach um Hannes, der auch eine Doppel-Hiwi-Rolle für die Vorlesung hier macht, noch ein bisschen was von seinem Wochenende übrig zu lassen. Sie geben das ab bis freitags. Ich dachte mal, wir machen da 7 Uhr abends, damit Sie nicht den Freitagabend damit verbringen, die Übungsaufgaben zu machen. Gibt Besseres zu tun, auch wenn es womöglich in Marburg nicht endlos viele Optionen gibt. Aber vielleicht ist das ganz hilfreich, dann ist wenigstens Ihr Wochenende definitiv nicht Teil von diesem Bearbeitungszeitraum. Abgabe ist auf Ilias. Zu den Übungsgruppen habe ich nichts auf die Folie gepackt. Ich kann das. Genau, also es gibt zwei Gruppen in Ilias, wo Sie sich einwählen können. Die erste ist mittwochs von, wie viel Uhr war es? Von 10 bis 12, glaube ich. Und die andere donnerstags von 10 bis 12. Lange ging jetzt nicht die Uhrzeit gerade fest. Sie können sich ab morgen um 10 Uhr in eine dieser Gruppen einwählen. Dann ist das Ihr Slot. Wie gesagt, das gilt nur für diejenigen, die das als Credit-Modul haben, dann eine Note bekommen und so weiter und so fort. Die Master Data Science Leute bitte nicht in diese Gruppen einmelden, weil die Anzahl der Plätze ist begrenzt und dann müssen wir zu viel shuffeln. Sie können sich ab morgen anmelden, dann haben Sie einen Slot, wo Sie hingehen können und sollten. Und ja, die Übungsgruppen fangen ab nächste Woche schon an. Dort gibt es dann das Präsenzblatt, zu dem wir dann gleich noch kommen. Und ja, prinzipiell werden dann in den Übungen besprochen der Übungszettel, der abgegeben wurde. Hoffentlich interaktiv, sodass wir auch Fragen stellen können und selbst mal was vorstellen können. Und der Präsenzzettel wird besprochen. Genau, Sie können Fragen zum nächsten Zettel stellen. Das typische Konzept. Hannes, kannst du die Zeiten bestätigen? Ich habe es jetzt nicht sofort auf dem Handy gefunden. Aber Sie werden es auch auf Ilias sehen. Ja. 10 bis 12. Okay. Wir haben zusätzlich zu den Übungsaufgaben, die habe ich mal Exercise Sheet oder Übungsblatt genannt. Das sind die, die Sie abgeben in Gruppen gegen Punkte und für die Klausurzulassung. Wir haben auch noch Präsenzzettel mit kleineren Aufgaben als Vorbereitung für diese Abgabeaufgaben, die Sie in der Übungsstunde selbst bearbeiten können oder sollen. Sie dürfen die gerne auch schon vorbereiten, aber das wird sozusagen dann das was sein, was Hannes anleitet, dass Sie in den Übungsgruppen an den Aufgaben ein bisschen schon mal vorfühlen, was das nächste Blatt dann in echt bringen wird. Ja, zu all dem ein bisschen hier dieses leichte, witzige Zitat. If I tell you to run 10 kilometers, it isn't because I want you to be 10 kilometers away from me. Die Übungen sind sehr viel auch Selbstschutz und Selbstvorbereitung. Es ist ein Rahmen, der Sie dazu bringen soll, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Und so wie körperliche Übungen muss man manchmal den inneren Schweinehund überwinden, bis man loslegt. Und es ist harte Arbeit, man muss sich dazu überwinden. Es ist aber auch nicht umgänglich. Es ist der einzige Weg, wie man manche Dinge lernt. So wie Sie sich keinen Personal Trainer anheuern können und dann den für Sie die Liegestütze machen lassen, das ist halt nicht so richtig effektiv. Ebenso hilft es nichts, wenn Hannes oder ich oder Nikolaus oder wer auch immer Ihnen die Übung vorturnt und Sie da nicht mitdenken oder nicht vorbereiten oder auch nicht selbst versuchen, Aufgaben zu lösen. Das an den Aufgaben scheitern ist Teil vom Lernen. Insofern versuchen Sie, die Übung da als Möglichkeit zu sehen, einfach einen Trainingsraum zu haben für diese Geistesübung. In dem Sinne dann auch noch ein Kommentar, da wir jetzt dann doch in der Zeit leben.
Man kann viel Spaß haben mit all den Tools, die es so gibt. Die werden ständig besser, werden ständig spaßiger. Und es ist ja Quatsch, die zu verteufeln. Mal vom Energieverbrauch abgesehen. Was aber dabei passiert, ist, dass man ein bisschen faul wird. So wie man mit dem Auto überall hinfahren kann und nicht mehr viel laufen muss, kann man sich einen Teil vom Denken abnehmen lassen durch einen Chat-Assistenten und andere Tools. Das ist okay, um effizient zu sein und manchmal hilfreich. Man sollte aber nicht komplett alle Muskeln abbauen. Und Ziel von einem Uni-Studium ist eben auch genau, ein bisschen tiefergehend diese Muskulatur aufzubauen. Wenn Sie also alles Denken aus der Informatik rausnehmen, dann nehmen Sie aus Ihrem Studium weniger mit. Ich kann nicht viel mehr tun, als diesen guten, fast väterlichen Rat hier weiterzugeben. Am Ende müssen Sie das selbst umsetzen. Aber wenn wir ehrlich sind zueinander, wissen wir das ja alles schon. Um das explizit zu machen, möchte ich auch noch mal sagen, für welchen Einsatz generative KI für auch unsere Übungsaufgaben vielleicht erlaubt ist. Insbesondere ist es für mich okay, wenn Sie mit ChatGPT anfangen und erstmal eine allgemeine Hintergrundzusammenfassung für ein Thema sich holen. Das mag schneller sein, als den Wikipedia-Artikel zu lesen. Naja, vielleicht, wenn man nochmal den Fact-Check dazu macht, dann schon fast nicht mehr. Aber es ist legitim. Ebenso halte ich es für legitim, sprachlich Tools zu verwenden, die die Sprache nochmal, die nochmal das Querlesen übernehmen, die die Sprache polieren. Sie können, weiß nicht, was Hannes dazu sagt, auch auf Englisch abgeben, wenn Sie das trainieren wollen. Auch dafür ist manchmal ganz nett, die Tools drüber laufen zu lassen. All diese Dinge sind okay. Was nicht okay ist, ist, substanzielle Teile, sagen wir, von einem Übungsblatt von ChatGPT generieren zu lassen. Ebenso wie Arbeit von anderen Menschen als eigene auszugeben, ohne sie zu kennzeichnen und zu zitieren, sehe ich das auch bei den Chat-Assistenten als kritisch an. Und eben auch überhaupt Prompts dieser Art zu schreiben, dass die im Prinzip die komplette Aufgabe übernehmen, ist nicht zielführend. Okay? Erlauben Sie mir noch einmal Slido zu benutzen. Also die Frage soll heißen, wenn man sich so ein Individuum, so einen Menschen anschaut und alle möglichen Facetten, alle möglichen Dimensionen versucht zu erfassen, was ist die Eigenschaft, die man in Forschung, in Studien gefunden hat, die am besten vorhersagt, ob die gleiche Person auch in Prüfungen und derartigen Situationen geschummelt hat? Nach eigener Aussage. Ist natürlich super, super offen und natürlich kein natürlich haben Sie keine Ahnung. Ich habe Ihnen das ja auch jetzt einfach so rausgeholt. Also wissen können Sie es nicht, Sie können nur raten. Was ist sozusagen eine Eigenschaft, die gut korreliert hat mit betrügt oft in Prüfungen? Die Antwort ist noch nicht darauf. Anwesenheit ist ein gutes. Ne? Das würde endlich rechtfertigen, warum wir so ein verschultes System brauchen und alles sollen immer. Solange nur der Po auf dem Stuhl klebt, wird alles gut, wa? Das ist nicht die Antwort. Okay, ich warte noch, bis die oder der Letzte fertig ist. Was da gerade noch läuft. Kam da jetzt noch was? Angst vor Fehlern ist interessant, ja.
Also in einem Wort, Procrastination war, was in der Studie, die da zitiert wurde, klar das beste vorhersagende Merkmal war. Wenn jemand sich dazu verleiten lässt, seine Zeit zu verdödeln mit Sachen, die er eigentlich nicht tun wollte, während die Dinge, die wichtig sind, irgendwie liegen bleiben, prokrastinieren. Das war ganz genau, das war das, was am besten damit korreliert hat, dass jemand am Ende betrügt. Das war eine reine Korrelation, nur eine Beobachtung. Man könnte jetzt versuchen, daraus eine Kausalität zu spinnen, aber es ist nicht klar, wie rum, ne? Wie auch immer. Aber kann gut sein, dass wenn man eben notorisch unter Zeitnot leidet, weil man seine Zeit schlecht managt, dann hat man immer wieder dieses Problem, dass man dann zu unerlaubten Mitteln greift. Das ist im Prinzip der Aufruf an Sie, wenn Sie auch unter den Procrastinators zu finden sind, versuchen Sie, was dagegen zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie den TED-Talk von Tim Urban kennen, zum Panic Monster und Instant Gratification Monkey. Ja, Zeitmanagement ist was, was nichts mit dieser Vorlesung speziell zu tun hat, Ihnen aber überall weiterhilft. Und scheinbar hilft es auch, dass Sie mir nicht in den Übungen schummeln. So die Hoffnung. Okay, ein paar Tools haben wir noch. Campus Wire hatte ich schon erwähnt vorhin kurz. Das ist ein Online-System, so ein bisschen in Teilen macht Ilias das auch. Es ist so ein bisschen Social Space wie Discord oder Slack, aber hat ein paar extra Features speziell, die für Vorlesungen besonders hilfreich sind. Erstens, es ist grundsätzlich so strukturiert wie Name. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Große bekannte Webplattform. Sie stellen eine Frage und verschiedene Leute können darauf antworten. Die Antworten können hoch und runter gevotet werden. Reddit. Genau. Ist spät am Tag. Danke fürs Aufpassen. Das ist ein bisschen wie Reddit, was den Classfeed angeht. Sie können Fragen stellen, alle möglichen Leute können antworten und wir können auch markieren, wenn eine Antwort aus unserer Sicht richtig ist. Das heißt, selbst wenn ein anderer Kommilitone, Kommilitonin von Ihnen antwortet, können Sie trotzdem sicher sein, dass die Antwort dann stimmt, wenn wir uns einen Haken dran setzen. Umgekehrt ist es besonders hilfreich, wenn Sie sich gegenseitig antworten, weil der Antwortende meistens das meiste dabei lernt. Und es gibt dazu noch diese Chatrooms, die ein bisschen unstrukturierter sind, einfach sich austauschen. Wir würden gerne den Classfeed nutzen als das Haupttool für Fragen zu Inhalten in der Vorlesung. Also wenn Ihnen irgendwas nicht klar ist, was auch immer das sein mag, inhaltlich oder organisatorisch, von dem auszugehen ist, dass diese Frage auch für andere Sinn macht oder die Antwort relevant sein kann, dann bitte da rein. Campus Wire können Sie Markdown und LaTeX benutzen, wenn Ihnen das hilft. Wenn nicht, einfach ignorieren und Text schreiben. Aber für die Co-Nerds unter Ihnen, ich finde das deutlich angenehmer als andere Tools. Und wir werden uns bemühen, da dann auch drauf zu antworten. Bemühen Sie sich aber auch, Fragen von anderen zu beantworten. Denn wie schon gesagt, da lernt man am meisten damit. Ob man was wirklich verstanden hat, merkt man erst, wenn man versucht, es jemandem zu erklären. Alte Lehrerweisheit, da ist viel dran. Insbesondere, wenn eine Vorlesung sehr poliert und hübsch ist, dann klingt alles super plausibel, bis man dann versucht, das nochmal im Kopf zu rekonstruieren. Sie können Fragen und Antworten anonym machen oder auch unter Ihrem anonymen Account. Sie können sich da ein Pseudonym vergeben oder auch unter Klarnamen. Und Sie können auch private Nachrichten an uns schicken, wenn Sie der Meinung sind, dass es irgendwas, was irgendwie eine Aufgabe ruinieren würde. Okay. Und wir schauen uns nochmal an, warum das mit der Anmeldung nicht geklappt hat. Kriegen wir irgendwie hin. Warum Campus Wire? Was ich schon sagte, ich möchte, dass die gleiche Antwort für alle verfügbar ist, statt dass ich einem zwischen Tür und Angel das eine sage und die ausführliche Antwort kriegt nur der oder die andere, die dann irgendwie nach der Vorlesung da war, wie auch immer. Sie sollen selbst auch helfen und wenn Sie sich nicht trauen,
zum großen bösen Professor nach der Vorlesung zu gehen, können Sie anonym fragen. Vielleicht ist das angenehmer. Das heißt auch, ich werde im Wesentlichen manchmal Sie mir eine E-Mail schreiben mit einer Frage, die meiner Meinung nach auf CampusWire gehört. Ups. Irgendwas habe ich angeschaltet. Werde ich die E-Mail einfach beantworten mit bitte auf CampusWire posten. Sparen Sie sich also den Umweg, machen Sie es direkt. Wir werden uns ein bisschen zurückhalten bei inhaltlichen Fragen, um Ihnen eine Chance zu geben zu antworten, zeitlich. Und das dann entsprechend ergänzen und eben auch gute Antworten markieren. Dann gibt es auch noch Elias, wie Sie sicher wissen. Das werden wir hauptsächlich benutzen für alles, wo der Datenschutz besonders wichtig ist, also Noten und offizielle Announcements, wo es wichtig ist, dass die tatsächlich alle kriegen. CampusWire ist ein externes Unternehmen. Ich kann Sie nicht zwingen, da mitzumachen, will ich auch gar nicht. Ich möchte es ermutigen. Ich denke, es ist eine sehr sinnvolle Plattform, die auch nicht besonders viele Daten sammelt. Aber natürlich kann ich nicht erzwingen, dass da alle drauf sind. Elias dagegen ist über die Uni sozusagen hundertprozentig abgedeckt. Und die Einreichung der Aufgaben auch über Elias. Da hatten wir nichts. Es gibt noch zwei Dokumente nochmal in Elias selber, wo zum einen nochmal die Abgaberichtlinien zusammengefasst sind, also alles, was wir heute hatten, bitte Dreiergruppen, freitags wird abgegeben, PDFs abgeben und so weiter und so fort. Und zum anderen auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung haben mit Elias und die man als Gruppe abgibt, gibt es da so ein kleines Tutorial mit Screenshots, wo wir das dann einfach durchspielen können. Und ja, wenn Sie das noch nicht kennen, schauen Sie sich das an. Und Sie haben auch, da wir das erste Blatt erst übernächste Woche abgeben, haben wir viel Zeit, um das auszuprobieren. Und wenn es Fragen gibt, fragen Sie mich oder Hannes. Und ja, beim ersten, es gibt da eine Deadline, sagen Sie, dass Sie die Datei abgegeben haben. Beim allerersten Blatt drücken wir vielleicht nochmal ein Auge zu und dann schreiben wir kurz die E-Mail, wenn es nicht geklappt hat. Aber danach muss es halt darüber laufen. Das ist auch fair für alle, ist für alle die Datei. Super. Dann aber noch ein letztes Tool, zu dem ich noch nicht viel gesagt habe. Das ist ein Versuch. Ich möchte, dass wir alle zusammen versuchen, gute Prüfungsfragen zu finden. Und wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, werden Sie merken, erstens ist es gar nicht so einfach. Und zweitens, man lernt ziemlich viel über das Material, wenn man versucht, mal von der anderen Seite zu gucken, wie könnte man das denn prüfen, ob jemand verstanden hat, was da tatsächlich passiert. In einer Aufgabe, die nicht zu viel Zeit kostet, die nicht langweilig ist, die aber irgendwie auch sinnvoll korrigierbar ist und all das zusammen. Und wenn Sie sich da hervortun und diese Sammlung gut gedeiht und wächst, ist wiederum unser Versprechen, wir nehmen ein paar davon. Sagen natürlich nicht welche und wie das dann so im Detail ausgeht. Wir lassen es einfach mal laufen und schauen. Es ist auch so ein bisschen mein Weg, Sie zu LaTeX zu konvertieren, wenn Sie das noch nicht verwendet haben. Der Link hier, ich kann den in meiner Version nicht klicken, aber Sie können das in den Folien, die online stehen, tun. Der geht zu einem Overleaf-Dokument, was einfach geteilt ist für alle. Wenn Sie mit LaTeX komplett auf Kreuz sind, dann können Sie auch diesen visuellen Editor von Overleaf verwenden, um da mal kurz irgendwas zu editieren. Ansonsten ist LaTeX ganz, ganz nette extra Sache, die man lernen kann im Informatikstudium, denke ich. Werden da vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, wenn es ein bisschen Inhalte auch zum Diskutieren gibt. Ja, unterschätzen Sie auch nicht den Wert von Fragen zu haben für die Klausurvorbereitung. Ich bin ja neu hier, das heißt, es gibt von mir keine Altklausuren zu finden. Insofern umso hilfreicher, aber vielleicht kann man mich ja dazu überreden, wenn da genug Fragen kommen, ein paar alte Aufgaben auszugraben, die ich so in der Kiste habe. Damit sind wir erstmal mit den organisatorischen Sachen durch. Ich will noch so ein bisschen zusammenfassen, worum es dann inhaltlich auch gehen soll. Es ist
ein wissenschaftliches, nicht rein angewandtes Modul. Das heißt, wir wollen weniger irgendwas drauf loshacken. Das Ziel ist, dass Sie Programmierer werden, die nicht das tun, irgendwas drauf loshacken und dann keine Ahnung haben, warum oder warum noch nicht es funktioniert, sondern ein bisschen mehr das hier. Ich lese vielleicht einfach einmal kurz vor. The world is so complicated. The more I learn, the less clear anything gets. There are too many ideas and arguments to pick and choose from. How can I trust myself to know the truth about anything? And if everything I know is so shaky, what on earth am I doing teaching? I guess you just do your best. No one can impart perfect universal truths to their students, except math teachers. Thank you. So wir werden uns auf die mathematischen Universal Truths von Algorithmen fokussieren. Nicht beschränken, aber fokussieren. Insbesondere Dinge, die eben die Zeit überdauert haben und überdauert haben und überdauern werden. Das bedeutet, wir brauchen ein bisschen ein paar Grundlagen an Mathematik. Vieles davon bringen Sie schon mit, haben Sie in Vorlesungen gemacht. Wir werden dann so nächste Session morgen ganz kurz nochmal ein bisschen einen Refresher machen. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch, obwohl es spät am Abend ist, ich weiß, versuchen ein bisschen einen Test zu machen mit Ihnen. Ja. Probeklausuren. Über Probeklausuren muss ich mal noch nachdenken. Ich habe in der Vergangenheit so eine Teilprobeklausur gemacht, also sozusagen nicht eine komplette Klausur mit Aufgaben komplett in dem Umfang wie die Endklausur, aber eine Klausur, die quasi genau das Format hat und das erste Drittel oder so ist mit echten alten Aufgaben bestückt, so als Beispiel, wie das aussehen kann. Sowas könnten wir mal wieder probieren. Das würde ich so ein bisschen Richtung Weihnachten schieben, aber ein Weihnachtsgeschenk, genau. Ja, ich hätte gerne, dass wir alle diese Prior Knowledge Survey machen. Sie müssen das nicht unbedingt jetzt machen. Ich würde das auch nochmal rumschreiben und vielleicht eine Deadline setzen für bis Ende der Woche, Sonntag. Ziel ist, ein bisschen vorzufühlen, was bei Ihnen schon gut sitzt und was nicht so gut sitzt. Da ist eine Menge Zeug drin, was wir nicht unbedingt für diese Vorlesung brauchen und wo ich ja auch nicht unbedingt erwarten würde, dass man das unbedingt macht in einem Informatikstudium. Aber ich muss natürlich irgendwie Fragen mit aufnehmen, von denen ich erwarte, dass die nicht alle können, um zu sehen, wo ist die Grenze. Wenn also der Ausgang ist, Sie können das alles schon, dann werde ich an manchen Stellen mich ein bisschen kürzer fassen. Und wenn der Ausgang eher ist, okay, an den und den Stellen sitzen wir noch nicht so fest im Sattel, dann werde ich da nicht drüber rennen. Also das Ziel ist eher, die Vorlesung an Sie anzupassen, als jetzt irgendjemanden zu bewerten. Es ist auch anonym, es ist freiwillig und alles ist einfach eine Google Sheets Umfrage, Google Docs Umfrage, Google Forms Umfrage. Aber bitte, bitte, wenn Sie das machen, dann geben Sie sich Mühe. Das dauert wahrscheinlich so eine halbe Stunde mit klarem Kopf oder ein Ticken länger. Es sind ein paar Aufgaben, insbesondere auch mathematische. Bitte ernsthaft bemühen Sie zu lösen. Wenn Sie nur dann irgendwie halb zwischendrin die Lust verlieren und irgendwas anklicken, dann verrauscht es meine Daten. Das ist nicht hilfreich. Frage? Nein, Sie dürfen das gerne mit Zettel. Also das mit Nebenrechnung ist in Ordnung. Ohne Wolfram Alpha, wenn es geht. Aber genau, also unter Klausurbedingungen, wenn man das so simulieren wollte. Okay, sonst erstmal noch Fragen. Ansonsten würde ich dann den Ton abstellen und Sie erstmal mit dem Grundlagentest werkeln lassen.